Als nächster Redner am Wort ist Franz Josef Hoheinig, Behindertensprecher der ÖVP. Herr Präsident, Herr Minister, Ruhe ist aus. Als ich 2003 ins Parlament gekommen bin, hatten wir 300.000 Pflegegeldbezieher. Heute sind es 450.000 Pflegegeldbezieher. Und das ist natürlich eine sehr rasante Entwicklung. Und es fällt dem Sozialminister auch nicht leicht, hier diese Eindämmungsmaßnahme vorzunehmen, aber wir tragen sie mit, um das Gesamtsystem zu halten. Denn Pflegegeld ist wichtig als Geldleistung neben den Sachleistungen. Und es muss weiterentwickelt werden. Und das passiert ja auch durch die Erhöhung des Pflegegeldes, der anderen Stufen und auch das Angehörige von pflegenden Kindern, pensionsversicherungsrechtlich pflegenden Angehörigen gleichgestellt werden. Ich möchte aber noch auf einen anderen wichtigen Punkt zu sprechen kommen, das ist das Gesundheits- und Krankenpflegegesetz, das zwar nicht im Sozialressort passiert, sondern im Gesundheitsressort, aber auch damit zusammenhängt, denn was im Krankenhaus passiert, dass Pflegeassistenz und Pflegehelfer geregelt werden, das mag für das Krankenhaus in Ordnung sein, kann ich nicht beurteilen, aber es wäre fatal, das auch für den ambulanten Bereich umzulegen, denn dann wird sich eine Berufsgruppe der anderen die Klinke in die Hand geben und es braucht hier eine ganzheitliche Betreuung und auch Pflegetätigkeiten müssen da inkludiert sein. Und dazu gehört auch, dass die Delegation von Pflegetätigkeiten durch diplomierte Pflegefachkräfte ermöglicht werden. Auch ein Behindertenbetreuer, wie es bei der persönlichen Assistenz möglich ist. Denn gerade in Einrichtungen passieren auch Pflegetätigkeiten und wenn wir wollen, dass behinderte Menschen integriert sind, inkludiert leben, dann muss auch möglich sein, im Alltag die Pflegetätigkeit mit zu integrieren. Und deshalb appelliere ich, dass man im GOKG, im Gesundheits- und Krankenpflegegesetz, auch diese beiden Bereiche, Krankenhaus und ambulanter Bereich, teilt und hier unterschiedliche Regelungen findet, was derzeit nicht der Fall ist. Ich habe ein kleines Weihnachtsgeschenk mitgebracht. Das steht da vor der Tür. Und zwar, sagst du mal, eine Ohrenschmaus-Schokolade. Literatur bei Ohrenschmaus, das alle Abgeordneten bekommen. Und zwar ist ein Literaturpreis von Menschen mit Lernbehinderungen, die ihre Gedanken, ihre Meinungen, ihre Ansichten, was ihr Anliegen ist, in literarische Texte schreiben und auch zeigen, welches Potenzial in behinderten Menschen steckt, in lernbehinderten Menschen, in Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen. Und das wird in den Medien gerade zu Weihnachten sehr oft, werden sie als mitleiderregend und arm dargestellt und diese Schokolade und diese Texte in der Banderole ist nämlich ein Text abgedruckt von einem Preisträger, zeigt auch, welches Potenzial möglich ist. Und wenn Sie diese Schokolade essen, denken Sie auch daran, dass die Menschenwürde etwas Wichtiges ist, dass sie nicht in der Verfassung steht. Pflegesicherung gehört auch zur Menschenwürde und ich trete dafür ein, dass die Menschenwürde auch in der Verfassung verankert wird. Danke.
Herr Abgeordneter, lieber Franz Josef, herzlichen Dank im Namen aller für dieses Schokoladegeschenk, aber vor allem auch für die damit von dir im Zusammenhang geäußerten Gedanken. Danke dir.